Jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, haben wir noch Zeit. Bitte schön. Danke, danke, danke. Im Prinzip, alle brauchen Wasser. Bei Herstellung von Dingen braucht man Wasser. Nur für ein Blatt Papier, A4-Seite, werden 10 Liter Wasser gebraucht bei der Herstellung. Wenn Gewand produziert wird, wird Wasser gebraucht. Wenn man Plastikflaschen produziert, wird Wasser gebraucht, was da gerade im Wasser ist. Das heißt, man braucht immer Wasser. Aber es ist ja nicht das Böse und das Schlechte, man kann ja was tun dagegen. Und Österreich ist ja da wirklich ein Vorreiterland, macht sehr viel. Und das ist gut so, aber man sieht das Ganze nicht. Bei uns, wir haben immer nur Wasserhähne und Knöpfe und es verschwindet in der Erde und keiner weiß Bescheid. Bitte. Vielleicht wäre es so aus wie in Österreich. Also ich weiß es nicht genau. Also ist es auch so lange. Deutschland auf alle Fälle, Schweiz, Norditalien. Aber es gibt sehr viele Flüsse noch, wo noch sehr viel gelbfarblich dargestellt ist. Und wie ich ein so alter wie ihr, wir sind ja viel in der Natur unterwegs gewesen und da haben wir unseren Fluss orange gesehen. Der war wirklich verunreinigt. Das, was man da heute da so sieht, ist als rot dargestellt, war in der Natur eine orange Farbe vom Fluss. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann später dann mich entschieden habe, das zu studieren und dafür etwas zu tun. Aber interessanterweise, wenn man dann in der Geschichte zurückgeht zu der Römerzeit, da gibt es ja am Hohenmarkt dieses Römermuseum, und da kann man sich anschauen, vor 2000 Jahren haben die Römer schon Wasserleitungen gebaut. Und auch das Wichtige ist ja, das Abwasser aus der Stadt rausbringen, das heißt, in Kanäle gebaut. Noch keine Kläranlagen, aber zumindest einmal von dort weg und von den Gebirgen das saubere Wasser geholt. Wenn es keine Frage mehr gibt, dann möchte ich mich bei euch bedanken. Ihr wart sehr aufmerksam, sehr interessiert, das freut mich. Sag ich Dankeschön. Das ist ein Video, das entstanden ist in der Pandemiezeit, wo wir uns gesehnt haben, dass wir uns wieder umarmen dürfen. Das Lied heißt Umarme mich. Der Lockdown ist vorbei. Masken, das dann impfen. Welche Quälerei? Dezember der 27. Was der Game Changer? Der Anfang vom Sieg über Pandemie. Blender. Menschen sehr zum Wohle. 150 Jahre ist das wieder Wasser nun. 150 Jahre, da gab's ja viel zu tun. 150 Jahre, vom Schneeberg bis nach Wien, fließt das Wasser in der Hochquelleitung drin.